Willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge der alten Screenshots. Und ja, heute gibt es auch endgültig die letzte Folge aus dem Jahr 2012, ne? Ich hatte es ja schon öfter gesagt, dass ich jetzt langsam mal zum Ende kommen wollte. Und ja, ich denke mal, heute können wir das auf jeden Fall schaffen. So, dann fangen wir mal an hier. Hier habe ich irgendwie noch so ein paar Monster fotografiert und so, wie sie herumlaufen, keine Ahnung. Wie ihr seht, wir sind auch immer noch im Juli 2012. Aber das wird sich eben schlagartig gleich ändern, weil ich dann, wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, später weniger Screenshots gemacht habe, ne? Ja, ich wusste gar nicht mehr, dass ich ja solche vielen Mobs, ja, nochmal gespawnt hatte. Ah ja, stimmt, das kann sein, dass das in der Welt war, hier mit dem TNT wieder, ne? Ja, da habe ich auf jeden Fall auch viel Scheiße gebaut. Das war, glaube ich, wieder die Sicherungskopie jetzt. Da habe ich auch mal hier meine Erzrennbahn oder so, wie ich sie immer genannt habe, gesprengt. Ja. Und verschiedene Sachen hier gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Da habe ich irgendwie so ein Dorf nochmal eingezäunt. Ah ja, stimmt. Das war auch mein eines Dorf. Naja, ist auch egal. Oh, hier. Das fand ich auch lustig, weil der Villager so schwarz wurde, wenn er da eingequetscht war. So, hier war nochmal so ein Bug, ne, dass ich das gescreenshottet hatte. Das war auch an der Stelle, die ich schon mal gescreenshottet hatte in der Dschungelwelt hier. Aber ich glaube, hier hat man dann nochmal mehr gesehen oder so, keine Ahnung. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Jo, das kenne ich gar nicht mehr. Was ist denn das für eine Welt, frage ich mich. Hier bin ich in der Superflat-Welt wieder. Also ich war wirklich viel in Superflat-Welten, aber auch oft halt im Survival wie jetzt hier. Ne? Oh ja, hier, stimmt, mit den Creeper und die Party. So, was ist das hier eigentlich? Ah, ich glaube, das ist wieder die Welt, wo ich so weit auch gereist bin, oder? Das erkenne ich im Inventar. Ja, ich weiß es gerade nicht. Und hier, keine Ahnung, was das hier ist. Warum ich mich ständig beim Schlafen fotografiert habe. So. Ah ja, hier, das waren auch die letzten Tage mit der 1.2.5, ne? Bevor die 1.3 kam. Und hier, guck mal, wie viel ich da schon an Redstone gefunden hatte. Das war wieder hier in der abgeschnittenen Welt, wo ich in dieser Endfestung hier gewohnt habe, ne? Ja. Hatte ich ja auch schon öfter mal erwähnt und alles. So. Ah ja, hier hatte ich den Kuchen da oben auf den Tisch gesetzt. Das fand ich lustig. Dass das überhaupt funktioniert hat, ne? Das fand ich auch komisch. Ich habe eigentlich gedacht halt, aus irgendwelchen Gründen, dass der dann direkt auf der Druckplatte liegt. Aber er liegt natürlich da oben und ja, ist ja eigentlich logisch, dass er, wenn er platzieren geht, dann da oben erscheint. Aber komischerweise ist er funktioniert das überhaupt. Müsste man heute mal testen, ob das noch geht. So. Ach ja, hier und da, anderen Superflat-Welt, da hatte ich auch mal mir so eine Plattform umgebaut. Genau, hier. Und da hatte ich dann so Wasser und alles. Und so übelst viel hier im Himmel gebaut und keine Ahnung. Da waren Spinnen in Minecarts und ganz viele Skelette da oben auf dieser Wasserinsel, ne? Und das war eben alles eingezäunt und hier war dann nochmal so eine Tür, wo ich mich dann immer eingeschlossen habe oder so. Da war ich auch viel in der Welt dann. Ach lol. Das ist jetzt eine Beta-Welt. Stimmt, die hatte ich da erstellt. Ich wusste es gar nicht mehr. Ich dachte, die hatte ich erst später erstellt. Aber ja, die kenne ich auch noch. Beziehungsweise, nee, das ist nicht mal die Beta, das ist die Alpha noch. Später habe ich die dann in der Beta gespielt. Aber hier war es noch in der Alpha und ja, war auch ganz cool, die Welt eigentlich. So, da hinten hat es dann gebrannt. War das die Welt oder war das wieder eine andere? Das weiß ich gar nicht mehr. Naja. Ah ja, nee, das war die Welt, genau. Da hatten wir nämlich dann so ein Haus aus Wolle und Glas gebaut. Und ja, genau, und das fand ich immer das Allerbeste an der Welt. Und zwar war da einfach ein Huhn. Das ist einfach, es sieht aus wie ein Huhn, oder? Was ist das für ein Berg, ey? Wie kann sowas entstehen, ne? Sowas gibt's nur in der Alpha. Also das fand ich schon immer so faszinierend irgendwie. Diesen Berg, der ist übelst geil. Den habe ich auch noch richtig oft gescreenshottet. Ja, hier sehen wir dann nochmal diese Wasserinsel da mit den ganzen Mobs, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Hier nochmal von unten, da habe ich dann auch versucht, hier noch so eine zweite Insel zu bauen, tatsächlich. Ja, und die habe ich dann nach und nach auch fertiggestellt. So, hier. Ah ja, stimmt, da hatte ich da unten dann noch hier diese ganzen Blöcke, das war so eine Art Haus. Hatte ich noch gebaut für mich. Ja, so, warte. Jetzt habe ich irgendwie, oh scheiße, ich hoffe, jetzt ist nichts kaputt gegangen. Mit der Aufnahme hatte ich letzte Folge auch schon Angst, aber da hat alles geklappt, zum Glück. Ja, hier haben wir dann nochmal vom Wasser den Schaden quasi. Und ja, hier habe ich dann auch begonnen, verschiedene andere Alpha-Welten zu erstellen. Und hier, habe ich dann eben diese
dieses Becken quasi gefunden, was eigentlich auf dem Berg war. Und das sah auch ganz cool aus. So, was ist das hier für eine Welt? Die kenne ich gar nicht. Lol. Die sah auch cool aus. Ah, hier, im Nether. Ja. Das ist wieder die Alpha-Welt, ne? Die ich jetzt neu erstellt hatte, also die zweite quasi. Und ja, da fand ich es eben immer lustig, auch diesen Schatten da von dem Baum, ne? Und sowieso diese Insel, das sah eigentlich ziemlich cool aus. So, und hier, ah ja, stimmt, da hatte ich so eine Art Hotel gebaut hier. Das sollte so ein Hotel sein, keine Ahnung. Und da war eben noch so ein Schafstall hinten dran. Und hier hatte ich eine Zuckerrohrfarm und da habe ich dann eben das Wasser ersetzt durch Erde. Und das stand dann da eben ohne Wasser da, ne? Was ja eigentlich nicht geht. So, das hier war auch in der Alpha bei Nacht. Und da fand ich es eben besonders, dass bei Schnee das doch relativ hell noch ist. Und Leute, da hinten ist sogar Licht, das kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich Lava oder so. Naja. Hier wurde es dann wieder Tag. Da war ich auch sehr weit reisen in der Alpha. Ich glaube, das war auch nochmal eine neue Welt. Ah ja, hier hatte ich so ein Hühnchen immer. So einen kleinen Hühnerstall. Ja, und da war so ein einzelner Block im Nether. Stimmt, da habe ich dann mal meine so ziemlich erste Nether-Festung erkundet im Survival. Und ja, hab dann hier eben mir so ein Merkmal gesetzt. Keine Ahnung, warum der da einfach so schwebt, der Block. Hat mich damals auch schon gewundert. So. Ah ja, hier, dieser Lichtbug, ne, den wir gerade gesehen haben, der Alpha. Der ging einfach nicht weg, auch nicht durch Fackeln. Das ist übelst komisch. Keine Ahnung. Ja. Und hier hatte ich dann noch in der Welt ein bisschen was angebrannt. Ein paar Bäume und die haben ja dann der Alpha immer ewig gebrannt, ne. Das fand ich eben sehr besonders. So, da hinten ist noch so ein Berg. Okay, ich habe nämlich später dann auch noch was gebaut, so eine Art Hochhaus in der Welt. Und ja, von hier aus habe ich dann auch nochmal den Wald fotografiert, wie er brennt. Und ja, hier habe ich dann ein paar Pilze in meiner Wohnung gepflanzt, habe ich halt auch wieder ein Haus aus Wolle gebaut. Weil das hat sich in der Alpha einfach angeboten, weil du ständig Wolle von Schafen gekriegt hast, ne? So, hier habe ich dann mal irgendwie ein Netherrack gefarmt in einer anderen Welt, die ich eigentlich, ne, warte mal, was war denn das für eine Welt? Ach ne, das war wieder die Dschungelwelt, stimmt. Ja, da habe ich übelst viel Netherrack gebraucht, ich weiß gar nicht mehr warum. Und hatte ich dann so einen Goldhelm, genau. War auch lustig. Und, ja. Hier so ein bisschen Zeug. Ah ja, hier unter den Wolken so ein bisschen Kohle, das fand ich auch besonders, weil das eben genau auf dem Level noch war. Und da tatsächlich noch Kohle vorkam überhaupt. So. Das hier war dann in der Beta. Das müsste in der Demo vielleicht gewesen sein. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das schon mit der weichen Beleuchtung. Das heißt, es war nicht mehr in der Alpha. Und, nee, das war glaube ich nicht in der Demo. Das war in der Beta 1.5 ganz normal. Soweit ich weiß. Und hier. Stimmt, früher hat man immer noch so komisch gebrannt. Ah, nee, doch, das war in der Demo. Stimmt. Ja, wie man hier gerade sieht. Und, ja, da hat man immer noch den Kopf als ersten Block gebrannt. Und dann noch zwei Blöcke drüber irgendwie. Ganz komisch, ey. Keine Ahnung warum. Ja. Hier hatte ich dann auch so übelst viele Schweine und so weiter. Ich weiß gar nicht, in der Demo gibt es da überhaupt so einen Berg? Das kenne ich gar nicht. Wo ist denn das? Wo bin ich denn da hingelaufen? Das hätte ich doch in meinem Projekt Minecraft Demo sehen müssen und wiedererkennen. Und vor allem, hier hatte ich so eine Kiste, ne? Wie man in der Ecke sieht. Weiß gar nicht, wo das ist. Vielleicht sehen wir es gleich noch. Ja, stimmt, da hatte ich dann so einen Lavasee noch gefunden an der Oberfläche. Dann hatte ich verschiedene Sachen noch angebrannt. Ja, und das war's glaube ich auch schon wieder. Da habe ich dann hier noch so eine schwebende Skyblock-Insel gebaut mit Tieren. Ne? Ja. Verschiedene Sachen dann ausprobiert. Da hatte ich auch mehrere Welten, wo ich diese Sache hier gebaut habe. Also in zwei Welten habe ich so eine Insel gebaut. Und ja. Dann hier Lava mit Unterbrechungen. Ein Ghast gespawnt. Dann hier übelst viele tote Kühe wieder. Ja, war ich wieder in einer Mine. Hier dann auch nochmal diese Insel. Komisch mit den Minecarts da, wie ich das gemacht habe. Ah ja, hier habe ich so eine Art Dungeon versucht nachzubauen in einer Superflat-Welt, einfach so. Oh Mann. So, hier dann auch wieder übelst viele Zombies. Die sind, glaube ich, immer zu den Türen gegangen, deswegen waren die alle da vorne. Weil das ja schon da war, wo die mal Bock drauf hatten. Und stimmt, das war hier am 1.8., da war dann die 1.3 draußen. Da habe ich die dann übelst lange ausgetestet. Oder? Ich weiß gar nicht. Hier noch nicht. Hier war nämlich auch noch die alte Gravel. Ne, das war schon die neue Gravel-Textur hier unten, genau. Und da waren ja auch schon Smaragde. Also hier habe ich dann die 1.3 ausgetestet. So. Da habe ich erstmal so alle Welten mit der 1.3 gespielt. Obwohl, ne, die hier noch nicht. Stimmt. Nur manche Welten. Lol, das war auch so dumm.
Ja, das war auf jeden Fall auch schon mit der 1.3, weil ab da hat man immer das Level unten im Creative gesehen. War vorher noch nicht. So, hier, oh Mann. Ganze Wolle und alles. Und hier, das fand ich auch schön irgendwie. Das wäre so ein cooles Hintergrundbild. Vielleicht nehme ich das als Thumbnail. Weil es ist auch so perfekt getroffen von oben, ne, in den Ecken. Da sieht man richtig, dass ich da wirklich Kleinstarbeit gemacht habe, weil die Pixel sind nicht schief oder so, ne? Das ist halt alles eine Linie, oder doch? Bisschen schief ist es, glaube. Ja, naja, kriegt man nicht so genau hin, aber sieht fast perfekt aus halt. Gut. Oh, hier, das sieht auch geil aus. Ich glaube, da habe ich den Waldtyp große Biome ausgetestet und habe ich dann so einen riesigen Fichtenwald gefunden. Genau. Dann habe ich auch mit Ender Chests rumgespielt. Stimmt. Boah, es wäre cool, wenn ich die Welt noch hätte. Und hier war auch so eine Welt. Das war wieder Survival jetzt aber. Dann hatte ich dann eben auch mit der 1.3 dann gespielt. Und das war hier lustigerweise einen Tag vor meinem Urlaub damals. Also, das war Anfang August und ich hab dann eben, war dann 2 Wochen im Urlaub, ne? Und hab dann logischerweise nicht gespielt. Und das werden wir gleich sehen. Und stimmt hier, das war auch noch so ein Bug der 1.3, wo dann einfach die Schuhe so doppelt dargestellt wurden im Boot. So richtig komisch. Ja. Hier Diamanten gefunden irgendwo, ich weiß gar nicht wo. Ja, hier so ein paar Sachen gemacht, wieder am Spawner der Demo-Welt da. Und hier Map 0? Ich wusste gar nicht, seit wann steht denn da Map 0 oben in der Ecke? Ist das heute noch so? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war nur früher so, irgendwie. So, hier noch ein bisschen. Ja, genau, hier diese Kinder immer. Die haben früher immer so Verstecken gespielt und alles und sind sich hinterhergerannt. Oder Fangen gespielt. Das war auch mal lustig. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch drin ist. Früher haben die immer Fangen gespielt, die Kinder. Hat man übelst gut beobachten können. Ich fand es halt immer besonders, so Villager-Babys zu haben, weil man die damals sehr schwer nur bekommen konnte. Auch im Creative. Und die waren halt wirklich so klein, ne? Sie passten unter den Tisch, aber haben, glaube ich, die Druckplatte da noch ausgelöst. Deswegen habe ich das hier fotografiert. So. Ja, hier so ein Villager eingesperrt. Hier ganz viele Wölfe, ne? Die waren alle aggressiv auf die Schafe. War auch lustig. Hier so ein Villager fast ohne Nase. Oh Mann. Da habe ich mich nochmal richtig ausgetobt. Ach du Scheiße, die ganzen Zombies zu den Villagern, ey. Auch noch schön doppelt eingezäunt, damit die nicht hinkommen. Und da war aber trotzdem einer mit denen im Gatter. Ne? So. Ja, das war schon lustig. So, da habe ich dann nochmal Pilzkühe eingesperrt. Ich weiß gar nicht warum. Hier ist noch so ein Pilz vervollständigt. Ach ja. So, dann noch so ein Kessel hier im Nether. Ah, hier war dann nochmal so ein Dschungel. Ah, das habe ich dann wieder, genau, da habe ich dann nochmal hier versucht, so ein Endportal zu bauen. Das ging aber damals nicht. Und ich habe das sowieso komplett falsch gemacht. Ich habe viel zu viele Blöcke gebaut und ja, habe auch die Lava gleich mit reingesetzt und habe halt nicht drauf geachtet, wie die Endportal-Frames platziert werden. Da muss man nämlich immer halt drauf achten, ne? So, dann bin ich mal gespannt. Ich habe hier relativ viel gezockt irgendwie. Den ganzen Tag war ich hier in Minecraft. So, sehe ich gerade an den Zeiten. Ah nee, warte mal. Jetzt war ja schon nach dem Urlaub. Also das hier war das letzte vorm Urlaub, ne? Wie so ein Zombie eine Tür zerbricht und der Hund. Und das dann war nach dem Urlaub. Da habe ich natürlich gleich mein Diamanterz durchgeschmolzen, ne? Und hier war ich wieder in der Luftinselwelt. Und da habe ich mir dann auch relativ schnell eine neue Welt erstellt. Und die habe ich heute auch noch. Die habe ich euch auch gezeigt hier. In dem 4-Jahres-Special auf meinem Kanal. Und ja, da habe ich dann eben übelst viel auch gemacht. Da habe ich dann diesen Dschungel noch abgerissen auch, ne? Und so weiter, wie ich es auch in einer anderen Welt schon mal gemacht hatte. So ähnlich. Und ja, hier habe ich dann nochmal im Nether irgendwie so Bäume angepflanzt in der anderen Dschungelwelt. Dann habe ich dann auch hier in der Superflachwelt angefangen, so ein Wollehaus zu bauen. Ja. So. Ah, hier, das war wieder in diesem Hotel, was ich schon mal erwähnt hatte, ne? Und da hatte ich dann halt so Öfen drin stehen. Eigentlich war das gar kein Hotel, das war einfach nur ein riesen Wohnhaus. Eigentlich nur so ein riesen Steinklotz, wo auch nicht viel dran war, einfach, ne? So, dann hier habe ich jetzt, glaube ich, etwas seltener die Screenshots gemacht. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, was war denn das jetzt für eine Welt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich ja auch schon viel erkundet gehabt und so. Ja, auch wieder so ein Fehler. Und hier war auch so ein Fehler, komischerweise. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Ah, das war jetzt nochmal hier so ein Screenshot von dem Hotel sozusagen. Da war dann also oben auch so ein
Feld drauf, ne, und dahinter so Schafe. Und das sah eigentlich auch echt cool aus hier, mit den Wegen dann und allem. Ich fand das echt cool. Auch damals, als das Gras noch so ein bisschen dunkler war, hier dieses hohe Gras, als das andere Gras. Heute ist das ja immer so hell und sieht dann schon komisch aus. Und ja, die Schlucht hier habe ich dann auch noch zugebaut später. Die habe ich, glaube ich, selber ausgegraben, weil ich Steine brauchte. Ja. So, dann hier ein bisschen Schwachsinn wieder gemacht, ne. Ah, okay. Ah, hier bin ich, habe ich mal diese Hotelwelt da kopiert und da habe ich dann alle Kisten hochgesprengt. Oh Mann. Ja, und da habe ich dann verschiedene Scheiße gebaut. So, ah, hier hatte ich mir Koordinaten gescreenshottet von der Höhle. Stimmt, da wollte ich nämlich dann unbedingt die Mine erkunden. Und da habe ich mir dann immer die Koordinaten geholt. Und was ist denn das hier für eine Welt? Die kenne ich gar nicht, oder? Ja, keine Ahnung. So, da, die kenne ich auch, die Welt, glaube. Aber ich weiß jetzt nicht genau, welche. So, hier habe ich dann nochmal diesen Trick mit den Fackeln auf diesem Laub gemacht, ne? Wenn man die Grafikeinstellung verändert, ging das ja. Hier übelst viele Mond-Screenshots. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Hier nochmal die Demo gespielt, tatsächlich. Also war ich echt immer nochmal drin in der Demo, ne? Ja, hier der Spawn, ne? Den kennen wir ja. Hier so ein Flint, der einfach so rumliegt. Ja, keine Ahnung, wo ich da alles war. Hier habe ich dann eben auch nochmal so ein paar Pilze gefunden in der Demo-Welt. Ich glaube, da war ich auch wieder vorrangig reisen. Ja, habe ich Diamanten an der Oberfläche gesetzt. So. Ah, okay. Das war nochmal so ein Bug, ne? Habe ich immer fotografiert irgendwie. Falls ich es mal brauchen kann, ne? Man weiß ja nie. So. Ja, hier wieder diese komische abgeschnittene Welt da. Ich habe schon einiges erlebt, muss ich sagen. Hier noch eine Axt rumliegen. So ein Schwammhaus habe ich mir auch mal gebaut. Ah, Eisengolems. TNT, was ist das da eigentlich? Ach, ein Eisengolem. Da habe ich versucht, wie stark der ist. Also was der alles aushält. Hier noch ein Dorf irgendwie. Ah, hier ein Sandsteindorf mal, ne? Ach, ich weiß gar nicht. Warum hatte ich da kein Inventar? Habe ich die Welt neu erstellt gehabt? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier war ich dann in meinen altbekannten Welten noch unterwegs, ne? Mit dem Goldhelm hier auch immer noch. Das war schon cool. So. Irgendwie hatte ich hier so eine Sandsteinwelt, wo ich kein Inventar hatte. Keine Ahnung. So, das ist ja nochmal die Demo. Da war ich echt immer wieder. Ne? Ja, doch, ist die Demo. Ich dachte schon, das ist hier so ein Dschungel oder so, aber nee. Kann ja nicht sein. Ah, stimmt, hier war so ein Bug, ne? Da habe ich hier oben, war so ein ganz komischer Bug, da war diese erste Zeile einfach doppelt und hier hat man auch mal gesehen, das lag an Windows XP, Moment, diese, hier oben links in der Ecke, diese Krissel da, ne, das liegt an dem Windows XP, an der Grafikkarte damals, das war alles übelst komisch und das kam immer wieder und das ist Minecraft ständig abgestürzt, dann hatte ich auch übelst oft hier diese Bugs. So, hier hatte ich so einen Berg gesprengt, das kenne ich auch noch. Habe ich die Welt noch? Boah, ich weiß es nicht, ne? Ich habe übelst viele Welten, wo ich mich frage, ob ich die noch habe. So. Die habe ich, glaube ich, noch hier mit dem Obsidian und so. Oh, okay. Hier war ich dann auch nochmal in der einen Welt, wo dieses Huhn war, ne? Also dieses Huhn, dieser Berg da. Und die habe ich dann, glaube ich, hier... Ne, immer noch in der Alpha gespielt, stimmt. Hier ein Dschungeltempel. War auch cool. So. Das war jetzt der letzte Tag der Sommerferien, 2.9.2012. Stimmt. Da habe ich dann nochmal ein bisschen gespielt. Und hier den Seed habe ich mir mal anzeigen lassen, der war übelst lang. So. Da war dann noch so eine Spinne hier auf so einem Turm. War auch lustig, sicherlich. Okay. Ja, keine Ahnung, was war denn das jetzt? Hm. Ah, da habe ich dann nochmal hier auch den Seed mehr anzeigen lassen. Die waren irgendwie immer übelst lang damals. Keine Ahnung. So. Ah, ich glaube, jetzt langsam kommt die Zeit, wo ich dann weniger Screenshots gemacht habe. Ja, genau. Jetzt habe ich schon hier wesentlich weniger gemacht immer. Da war dann auch so ein TNT-Baum einfach mal, ne? Dann so Pilze hier. Okay. So, da habe ich die Strecke gebaut hier in der Dschungelwelt, ne? Was ich auch gezeigt habe in diesem 4-Jahres-Video da. Ne?
So. Ja, habe ich diesen riesigen Kaktus gefunden? Stimmt. Da habe ich dann nämlich meine Haupt-Survival-Welt erstellt, die ich heute auch immer noch spiele. Meine normale Welt halt, ne? Die hatte ich ja auch mal gezeigt, Ende 2016 in der Let's Play-Folge. Und das war der erste Screenshot, glaube ich, da. Ne? Ja, definitiv. Und da habe ich erstmal diesen riesigen Kaktus gescreenshottet. Der wurde wirklich so generiert, komischerweise. So. Dann hier verschiedene Sachen wieder. Nochmal in der Demo-Welt gewesen. Stimmt, da habe ich die Wolle irgendwie gefärbt, keine Ahnung warum. Und da gab es auch so einen Bug hier mit der Tür und alles. Naja, war schon komisch. So, ich würde sagen, ich mache hier nochmal den Media Player an. Ah, shit, ich hoffe mal, das hat jetzt funktioniert. So. Ja, hier eine Map irgendwie habe ich gehabt und das war, glaube ich, auch die abgeschnittene Welt. Stimmt. Muss ja. So, hier habe ich mein Texture Pack ausgetestet. Das war irgendwie kompletter Bug. Also komplett verbuggt. Und hier habe ich dann mal dieses Texture Pack gespielt. Das war auch ganz cool. Ah, das habe ich ziemlich gerne gezockt damals. Relativ lange auch. So, was ist das hier? Ja, und das hier fand ich halt besonders, weil da so ein Hühnchen einfach in der Höhle war, ne? So. Ah, das habe ich, glaube ich, selber da gespawnt. Keine Ahnung. Ja, dann hier ein Villager-Zombie. Das war mit einem 1.4er Snapshot. Ja, ich glaube, stimmt. Ich hatte mir mal einen Snapshot geholt damals. Da habe ich mir hier so ein paar Zombies und so gespawnt. Ein bisschen ausgetestet. Stimmt, hier habe ich mir mal so alle Tiere geholt in den Glaskasten, die es gab. So als Übersicht. Also alle neu, oder alle friedlichen Tiere, sag ich mal. Die es damals halt gab. Auch noch mit, ja, ungepatchten Texture Packs. Ja, gut, ne? Ja, und das war dann eben jetzt schon Ende Oktober 2012. Ja, da hatte ich dann auch hier dieses Ovus Rustic Texture Pack, glaube ich, drin. Und, da habe ich mir dann so eine Monsterfalle hier bauen wollen. So einen riesigen Raum ausgegraben. Ach, lol. Warum habe ich hier so ein, einfach so ein Ding-Screenshot gemacht? Also so ein. Mit Taskleiste und so. Ich glaube, das war, weil man in der Version hier im Hauptmenü noch keine Screenshots machen konnte. Deswegen musste ich das so machen. Ah, okay. Dann hier habe ich so verschiedene Tierställe gebaut in dieser flachen Welt, also in dieser Superflat. Da habe ich dann nämlich oben diese Plattform gebaut und da hatte ich dann eben auch so eine Bauernhof-Farm da, so ähnlich wie Gronkh habe ich das tatsächlich gemacht. Und ja. So, was ist das jetzt hier? Da habe ich auch irgendwie 1000 Tiere gespawnt oder Skelette und die dann runtergeschubst. Und hier war dann Halloween, da haben alle so einen Kürbis angehabt, ne? War auch cool. Ah, hier mal mit Schwertern vor Öfen geblockt und dann, haha, wie geht das? Ne, da habe ich einfach mal so mich weggedreht und ja, eigentlich auch relativ unnötig. So, dann hier, ja, so ein paar Sachen. Hier haben die Hunde irgendwie alle nach unten geguckt. Ich weiß nicht, was die da hatten. Da war unten war wahrscheinlich so ein Mob oder so, wo die alle hin wollten. Hier, der Creeper hatte so komische Augen in dem Texture Pack. Fand ich auch lustig oder komisch. Und stimmt, hier, das war so eine Alpha-Welt und da war der Strand einfach so richtig abgeschnitten. Aber nur der Strand, das war nicht irgendwie so ein Konvertierungsding, sondern das war einfach, weil da dieses Wasser aufgehört hat. Und hier so eine fette Höhle habe ich gefunden mal. Das war auch cool. In der 1.4.4 war ich da noch, stimmt, die habe ich auch ein bisschen gespielt. Und da habe ich dann hier auch so Chunk-Fehler gehabt in meiner Hauptwelt, sag ich mal. Und ja, da war dann alles verbuggt hier. Und stimmt, hier habe ich mal mir die verschlossene Truhe geholt und die normale Truhe und die mal verglichen. Und die verschlossene Truhe hatte ja immer noch die alte Textur. Das war auch cool. Ich wusste gar nicht, dass die auch in dem Texture Pack dabei war, vor allem. Ja. Weil das Texture Pack war, glaube ich, für die 1.0 oder so, oder ich weiß es gar nicht, oder 1.3. Und ja, war dann schon cool, dass die dann immer noch diese verschlossene Truhe, was ja eigentlich so ein geheimes Feature von der Beta war, dass sie das immer noch mit drinne hatten. Und hier habe ich mal die Beta 1.9 Pre-Release immer gezockt. Ja. Lol, hier hatte ich einfach das über Kopf. Da hatte ich mir nämlich auch so eine Welt mit Pilz, Dingern und so weiter, alles mögliche getestet, die ganzen Features von damals, ne? Hier habe ich dann mal so eine Survival-Insel gehabt, in meiner einen Welt. Einfach auf dem Ozean, ne? So als Challenge oder so. Hier ganz viele Zombies irgendwie. Da war auch so ein Dungeon zufälligerweise. Gleich unterm Erdboden. Fand ich auch cool. Ah, hier, stimmt. Das war in der 1.4.2. Da hatte ich mir nämlich, glaube ich, mal eine Welt erstellt, die so ganz. Also es gab mal so einen Mod, der alte Weltgeneratoren nachgemacht hat. Da konnte man quasi mit der 1.0 zum Beispiel
so Welten wie in der Alpha generieren, ne? Nur, dass man eine 1.0 war. Und ich glaube, das war so eine. Und die habe ich dann konvertiert. Und dann war auf einmal das ein Wüstenbiom eigentlich, ne? Wie man hier sieht, Desert. Und es war aber hier mit Fichten und allem. So, hier habe ich auch mal eine Sky Island Welt gebaut oder gehabt. Ein bisschen rumgespielt, ne? Mit Netherrack natürlich war da irgendwie am billigsten, weil man da im Nether ganz normal hatte. Stimmt, und das hier war eine Welt, die habe ich mit meiner Alpha 1.0 oder so erstellt und die habe ich dann mit in der Beta noch gespielt. Da habe ich auch am Anfang gar keinen Screenshot gemacht. Ging da glaube ich auch noch nicht. Eine Alpha 1.0. Dann hatte ich auch hier so eine Base unter der Erdoberfläche mit so Glas und so, ne? So, hier Lehm in der Beta auch nochmal irgendwie. Ah, stimmt, das war die Welt mit der Wüste und da hinten im Bergen hatte ich oben mein Haus drauf. Fand ich auch cool. Dann hier so ein Mini-Screenshot irgendwie. Was ist das hier? Wieder ein Kaktus von unten. Das war, glaube ich, wieder in meiner Hauptwelt, wo die Chunks die ganze Zeit rumgebackt haben, ne? War auch ein bisschen komisch. Naja, gehen wir mal weiter hier. Da war die Map dann mal von meiner Hauptwelt auch. Hier habe ich übelst viel Kohle gefunden. Das war auch meine Alpha. Die Welt habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Die habe ich irgendwann mal leider gelöscht. So. Okay. Was ist das jetzt hier? Das kenne ich gar nicht. Da habe ich mit Command Blocks auf jeden Fall mal was gemacht irgendwie. Das war auch schon im Dezember 2012. Also ihr seht, da habe ich wirklich sehr viel weniger Screenshots gemacht, ne? Hier habe ich dann auch so einen Angelteich mitgebaut und mit Hühnern und so weiter, ne? Und ja. So, Beta 1.6. Keine Ahnung, warum ich das... Die Screenshots gemacht habe, ich glaube, weil hier Minecraft stand, einfach im Hauptmenü und da InDev, ne? Fand ich auch lustig. So, dann hier habe ich immer mit diesem Mineloil Texture Pack gespielt, die ganze Zeit. Dann hier verbackte Hunde. Hier war auch so eine Monsterfarm, ne? Boah, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Welt war. Beta 1.3. Warum hatte ich denn damals die Beta 1.3 einfach so gespielt? Vielleicht auch die Demo-Welt, die hatte ich vielleicht dann mit der weitergespielt, das könnte ich mir vorstellen. So, was ist das hier? Das ist wieder meine eine Survival-Welt. Stimmt, und die habe ich hier leider gelöscht, die Welt. Da war dann, habe ich damit einen Snapshot gespielt, 12450A für die 146 damals das Snapshot. Und das war auch in der Alpha erstellt, die Welt, und die habe ich dann leider irgendwann gelöscht. Das ist ziemlich schade, weil die war eigentlich auch ganz cool. Was ist das hier? Weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Das war, glaube ich, mit der 1.1. Genau, sieht man unten an dem Level. Ah, ich habe schon viel rumgetestet mit verschiedenen Versionen. Das hier war der Nether in meiner Hauptwelt, ne? So ein bisschen... Hier nochmal ein bisschen verbuggt alles. Ja. Und ich durfte dann eben nie dahinter in diese Ecke gehen, weil da dann eben diese ganzen Chunkfehler waren. Und dann ist immer die Welt abgestürzt und wurde unspielbar, wenn man dahin ist. Und ich musste immer mir ein Backup aufspielen, ne? Und alles. Und das war übelst schwierig auch. Ja, keine Ahnung. Hier ist lustigerweise ein Kaktus an der Weltgrenze generiert worden. Also ich habe einfach mal andere Chunks in diese Welt gesetzt und ja, da ist dann der Kaktus genau an der Grenze gewesen. Also das habe ich mal einfach so rumgetestet in einer Kopie irgendwie. Habe ich verschiedene Welten vereint und ja. So, hier habe ich dann mal in der Beta 1.4 ein Dorf gesehen. Und zwar war das was Besonderes. Da habe ich nämlich in der Beta 1.8 irgendeine Welt erstellt und bin dann zur Beta 1.4 geswitcht und... Ja, da war dann eben dieses Dorf, ohne Glaspanes und so halt, ne? Das fand ich halt lustig, weil das es ja eigentlich in dieser Version noch nicht gab. So, dann hier die Weihnachtskisten, ne? In der Höhle auch. Hier habe ich mal Gronkhs Texture Pack genutzt. Und das hier war kurz vor Silvester, da habe ich mir nochmal so eine Super Flat Welt irgendwie geholt. Und ja. Ah, stimmt hier, das war an Silvester dann direkt und da habe ich mir dann in der Beta auch so eine große Survival-Welt aufgebaut irgendwie, die ich dann noch ewig gespielt habe. Die dann auch später in einer normalen Version dann ich noch weitergespielt habe. War auch ziemlich cool. So, und dann sind wir am Anfang. Ich würde sagen, das wäre es gewesen von diesem extrem langen Video wieder. Ich wollte heute die 1.12er Screenshots einfach durchprügeln und deswegen war das jetzt eben mal echt eine XXL-Folge. Aber nächstes Mal wird es hoffentlich wieder kürzer. Gut, dann tschüss und bis dann.